Hallo und herzlich willkommen bei Raum für Notizen, der Talkrunde bei Alex, in der wir mal hinter die Maske von Persönlichkeiten wie Autoren, Musikern und Politikern blicken und uns in einem persönlichen Gespräch ein bisschen mit dem privaten Stadtmenschen unterhalten. Ich bin Michaela Gladowitsch und ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin Katrin Schmidt-Berger. Die junge Politikerin ist seit September 2011 Abgeordnete der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und ist Sprecherin für Mieten und soziale Stadt und außerdem Sprecherin für die Clubkultur in Berlin. Hallo Katrin, schön, dich heute hier zu haben. Hallo Michaela. Wie geht's dir? Danke für die Einladung. Gerne. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Bisschen aufgeregt und auch ein bisschen gestresst, weil zurzeit sehr, sehr viel los ist in Berlin. Okay. Aufgeregt, das ist gar nicht schlimm. Ich habe für unseren Einstieg, einfach damit wir das Gespräch so ein bisschen auflockern, eine kleine Fragerunde an dich und würde dich bitten, die folgenden Sätze einfach zu vervollständigen. Berlin ist für mich die schönste Stadt der Welt. Ich will nirgendwo anders leben. Und mein Lieblingsort in Berlin ist? Die Oberbaumbrücke. Mein Kaffee trinke ich am liebsten? Mit einer Zigarette morgens draußen. Milch und Zucker? Ja. Mein Mittagessen nehme ich am liebsten wo zu mir? Am liebsten zu Hause, das klappt aber nicht und ich esse meistens abends warm. Und tanzen gehe ich am liebsten? In vielen Clubs. Meine Reise, die mich bisher am meisten beeindruckt hat, ging nach? Afghanistan. Was hat dich da besonders beeindruckt? Naja, mit Menschen in Verbindung zu kommen, Menschen zu treffen, die unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen sind als wir, die kriegstraumatisiert sind, die aber trotz allem Leid, was sie vor Ort erleben, für ihre Freiheit kämpfen, gerade Frauen, gerade junge Frauen. Das hat mich sehr beeindruckt. Hast du da eine Geschichte, die dich besonders geprägt oder inspiriert hat, irgendein Erlebnis dort? Naja, ich habe ein Mädchen getroffen, das mit Säure übergossen wurde von jungen Männern in ihrem Dorf und die aber trotzdem nicht aufgehört hat, für Bildung zu kämpfen, in ihrem Dorf dafür einzustehen und die keine Angst hatte und da einfach weitergemacht hat. Das fand ich schon toll. Und unbedingt sehen muss ich noch? Das Rote Meer. Auf meinem iPod habe ich gerade? Ich habe gar keinen iPod. Ein MP3-Player oder irgendwas, wo du Musik unterwegs hörst? Gerade höre ich ganz viel Leslie Clio und ich höre auch ganz gern die Depeche Mode. Und U- und S-Bahn, Auto, Fahrrad. In Berlin bin ich meistens unterwegs mit? Kombiniert Fahrrad und U-Bahn. Und besonders inspirierend finde ich? Ja, Musik, tanzen gehen und einfach mal nichts tun. Was inspiriert dich an Musik und an dem Tanzen gehen besonders? Dass man, sag ich mal, so die Alltagsprobleme und die Alltagssorgen so ein bisschen beiseite lässt und sich einfach treiben lässt und ja, dadurch auch wieder neue Kraft schöpft für Ideen. Und besonders auf die Palme bringt mich? Wenn ich sehe, dass Leute andere Menschen ungerecht behandeln, gerade so Stärkere, die mit Schwächeren, wie sie so umgehen, da kriege ich die Krise da. Ist das auch so ein bisschen der Grund, warum du Politikerin geworden bist, weil du so einen starken Gerechtigkeitssinn irgendwie hast in dem Bezug? Auf jeden Fall schon auch, ja. Und wäre ich nicht Politikerin geworden, dann wäre ich jetzt vermutlich? Ich wollte gerne mal Sängerin werden. Und welchen Beruf würdest du niemals ausüben wollen? Oder welchen Beruf würde ich niemals ausüben wollen? Ich würde keine Ärztin werden wollen. Das würde mich zu sehr mitnehmen, glaube ich. Das würde ich nicht durchhalten, den Druck und das ganze Leid der Leute. Mhm. Und wenn ich frei habe, sieht mein Tag folgendermaßen aus? Erstmal bleibe ich im Bett, solange es geht. Also ich kann echt lange schlafen und viel. Und ich lese gerne dann Zeitungen und lasse mich einfach so treiben. Man trifft sich dann mit Freunden und dann geht der Tag auch relativ schnell vorbei. Und mal angenommen, der Himmel existiert. Was würdest du dir von Gott wünschen, dass er zu dir sagt, wenn du an der Pforte angekommen bist? Also, das ist ein bisschen schwierig, weil ich wirklich nicht an Gott glaube. angenommen. Ja, ich würde mir wünschen, dass er dann sagt, hallo, hier bist du, schön, lass uns mal unterhalten. Und ich würde von ihm gerne mal ein paar Erklärungen hören. Du kommst eigentlich aus einer Kleinstadt in Bayern, nämlich Neuenmarkt in der Oberpfalz. Ja. Wie hat dein Leben da damals ausgesehen, bevor du nach Berlin gekommen bist? Naja, also meine Kindheit war schon sehr schön. Meine Mutter ist alleinerziehend gewesen, von daher war es auch nicht immer einfach. Aber es ist schon so eine behütete Kleinstadt. Schwieriger wurde es dann, als ich so ins Teenageralter kam und mich auch politisch engagiert habe. Und also man muss sich vorstellen, das ist halt so eine 80% CSU-Mehrheit. Und da ist man dann als Grüne so ein Paradiesvogel, der nicht immer ernst genommen wird. Und ich habe mich in der Stadt
nie frei gefühlt. Also man kann da irgendwie nicht so sein, wie man ist. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da schnell weggezogen bin. Du hast gerade gesagt, du hast im Teenageralter schon angefangen, dich für Politik zu interessieren und dich politisch zu engagieren. Wann hat das angefangen, in welchem Alter und wie bist du dazu gekommen? Also meine Mutter hat meinen Brief von Greenpeace bekommen, da war ich glaube ich 12 oder so. Da ging es um die Wale, das fand ich total super spannend. Und bin dann mit 14 bei so einer Jugendgruppe von Greenpeace eingestiegen, in der Nähe von Neumarkt, es liegt ja Nürnberg, da bin ich dann immer hingefahren und habe mich engagiert, haben Aktionen gemacht, Leute informiert. Und dann so mit 17, 18 bin ich halt zu den Grünen gekommen, ganz zufällig durch Freunde. Und du hast gerade gesagt, dass sich das Leben in der Kleinstadt so ein bisschen gelangweilt hat. War das der Grund für dich, dann nach Berlin zu ziehen, in die Großstadt und diesen Cut zu machen und irgendwie das Großstadtleben kennenzulernen? Auf jeden Fall. Also ich bin einen Tag nach meiner letzten Abi-Prüfung nach Berlin gezogen. Ich konnte es kaum erwarten, aber ich bin schon vor allem wegen der Politik nach Berlin gegangen. Also für mich war klar, wenn ich was bewegen will, wenn ich Gesetze ändern will, dann gehe ich nach Berlin. Also das war für dich schon ganz früh klar. Ja. Du bist mit 30 ja noch eine sehr junge Politikerin. Hast du manchmal das Gefühl, dass du mehr und härter dafür arbeiten musst, dass du in der Politik auch ernst genommen und gehört wirst als junge Frau, die du bist? Ja, also ich glaube, ich verstehe das auch, wenn sozusagen, wenn man so neu einsteigt und man ja auch erst seine Erfahrungen sammeln muss. Ich meine, das merkt man ja auch bei gewissen Themen oder Problemen. Aber es ist schon hart. Also ich bin ganz froh, wir bei den Grünen haben ja eine Frauenquote und wir haben auch eine Neuenquote auf der Liste. Also jeder Listenplatz, jeder Dritte muss von einem neuen Mitglied besetzt werden. Von daher hat man auch als neue Politikerin ganz gute Chancen da und wird auch ernst genommen bei den Grünen. Aber gerade im Parlament, ich sag mal so, die ganzen älteren Herrenriegen, die dort so ein bisschen Macht spielen und hin und her diskutieren, da muss man sich dann schon Gehör verschaffen. Das dauert eine Zeit, bis man da ernst genommen wird. Und wie machst du das? Wie gehst du damit um? Also ich versuche es möglichst wenig persönlich zu nehmen, fällt mir aber auch nicht immer leicht. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wenn man sich wirklich intensiv mit den Themen beschäftigt und auch eine gute Argumentation hat, wenn man viele Fakten beiseite hat und auch sich zum Beispiel mit vielen Initiativen vor Ort austauscht, dann kann man sich das so nach und nach aufbauen. Ja. Und du engagierst dich unter anderem für sozialverträgliche Stadtentwicklung. Und dabei habt ihr euch als Partei ganz besonders das Problem der Zweckentfremdung von Wohnraum auf die Fahne geschrieben. Das bedeutet also, dass ihr sowas verhindern wollt, wie das Wohnraum genutzt wird, also Wohnungen genutzt werden als Ferienwohnungen beispielsweise. Wie hat sich das in den letzten Monaten entwickelt und was ist da unternommen worden, um das zu unterbinden und reicht das? Also die Zweckentfremdung von Wohnraum bezieht sich vor allem auf die Ferienwohnungen. Wir haben so um die 12.000 bis 18.000 Ferienwohnungen, gerade innerhalb des S-Bahn-Rings. Das sind auch vor allem preiswerte Wohnungen, muss man sehen. Also es gibt viele, die sind im Erdgeschoss, erster Stock, nicht so beliebt. Das Problem ist, das hat sich vor allem so die letzten 5 Jahre entwickelt. Das ist natürlich sehr lukrativ. Vermieter bekommen teilweise bis zu 4-mal mehr als für einen normalen Mieter. Und wir wollen das unter Genehmigungspflicht stellen. Wir wollen sozusagen, dass die Vermieter einen Antrag stellen müssen beim Bezirksamt. Und das Bezirksamt soll dann vor Ort entscheiden, ob es angebracht ist, eine Ferienwohnung einzurichten oder ob man das weiterhin als Wohnung vermieten muss. Und in Hamburg zum Beispiel ist es schon lange durchgesetzt, auch in der ganzen Stadt, nicht nur in Bezug auf die Stadtteile. Warum klappt das in Berlin bisher noch nicht? Ja, das solltest du vielleicht mal den Senat fragen. Ich verstehe es auch nicht so genau. Also ein Problem, was wir in Berlin haben, ist eine sogenannte Leerstandsanalyse. Also wir müssen in Berlin einen angespannten Wohnungsmarkt feststellen, um dieses Gesetz für ganz Berlin erlassen zu können. Das heißt, es gibt Gerichtsurteile, die sagen, dass wir so einen Leerstand brauchen von 2 bis 3% mindestens, oder Entschuldigung, 3 bis 4% mindestens. Und weil die Leute ziehen ja auch um, man braucht so eine Fluktuationsreserve. Und unter 3% gilt eigentlich ein Wohnungsmarkt als angespannt. Also das Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot stimmt nicht mehr. Und das könnte der Senat eigentlich machen. Man müsste halt mal gerade durch die Innenstadtbezirke gehen und nochmal feststellen, wie viel freien Wohnraum haben wir. Es gibt ja auch spekulativen Leerstand, das darf man nicht unterschätzen. Ja, es gibt ja viele Investoren, Vermieter, die kaufen sich mal eben schnell eine Wohnung, lassen die ein Jahr leer stehen und können sie dann
ein Jahr später für viel mehr Geld vermieten oder verkaufen. Und das müssen natürlich die Wohnungsämter in den Bezirksämtern regeln. Und da braucht man auch unbedingt mehr Personal, damit das klappt. Aber man müsste halt jetzt mal langsam anfangen. Der Senat hat uns schon seit 2011 versprochen, ein Gesetz zu erlassen. Ich hatte lustigerweise vor ein paar Wochen auch im Parlament dazu eine Diskussion. Und das heißt jetzt, dass sie Ende März kommen soll, aber das habe ich auch schon vor einem halben Jahr gehört. Mhm. Begrenzter Mietraum und steigende Mietpreise in Berlin sind ja ein riesiges Problem, das nicht nur mit dieser Zweckentfremdung zusammenhängt. Wie kann anderweitig und sonst noch dafür gesorgt werden, dass Wohnraum in Berlin vor allen Dingen innerhalb des Rings bezahlbar bleibt? Also am wichtigsten wäre es, dass wir Mietobergrenzen einführen. Also du musst wissen, bei den Neuvertragsmieten, also die sogenannten Angebotsmieten, die sind ja frei verhandelbar auf dem Markt. Also es gibt da keine Regelungen. Ne? Wenn du umziehst und du suchst eine neue Wohnung, dann kann es sein, dass die Wohnung plötzlich 30% teurer ist als für den Vormieter. Und das könnte man sozusagen begrenzen, indem man so eine Obergrenze einführt. Das geht allerdings nur auf Bundesebene. Dazu muss man das Bundesmietrecht ändern. Hatten wir vor kurzem im Bundesrat und das Land Berlin hat leider nicht zugestimmt zu einer Regelung. Das würden wir als Grüne natürlich sofort gerne ändern. Und was auch sehr wichtig ist, ist die Einschränkung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Also wir haben unheimlich viele Mietwohnungen, die in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Und das wiederum ist klar, dass das auch für höhere Mieten sorgt. Das sind zwei so Baustellen von vielen, die man angehen könnte. Du bist 2002 nach Berlin gekommen und wohnst jetzt schon seit knapp über 10 Jahren hier. Wie ist dein persönlicher Eindruck von der Entwicklung der Stadt in den letzten 10 Jahren? Also besonders in Bezug auf so Bezirke wie Kreuzberg-Friedrichshain und Neukölln, vor allen Dingen Nordneukölln. Was ist da dein persönlicher Eindruck? Wie hat sich das verändert? Also ich bin am Anfang in Berlin relativ oft umgezogen. Ich bin wie die meisten wahrscheinlich erstmal im Prenzlauer Berg gelandet. Und ich weiß auch noch, damals habe ich, glaube ich, für mein 20 Quadratmeter Zimmer 180 Euro bezahlt oder so. Das war echt sehr, sehr preiswert. Man muss auch sagen, die Löhne sind natürlich in Berlin ja auch viel niedriger als die im Bundesdurchschnitt, weil es heißt ja immer, Berlin sei so billig. Das war es zwar, aber die Leute haben ja auch viel weniger verdient. Wenn ich mir Kreuzberg und Nordneukölln angucke, also in Kreuzberg ist die Entwicklung, habe ich das Gefühl, noch ein bisschen abgedämpfter. Ich selber wohne im Wrangelkiez und kann das so beobachten, weil es da viele Hausgenossenschaften gibt, weil auch der Bezirk relativ viel macht, was ein Bezirk so machen kann. Und in Nordneukölln hast du Angebotsmietsprünge von 40%. Es gibt jetzt auch Studien, gerade zum Beispiel über den Reuterkiez oder den Schillerkiez. Und da gibt es alarmierende Zahlen, dass gerade einkommensschwache Leute wegziehen müssen. Die ziehen dann halt alle weiter an den Rand oder nach Marzahn-Hellersdorf. Und von daher ist das keine positive Entwicklung, die ich wahrnehme, weil wenn wenigstens, sag ich mal, die Arbeitsplätze und auch die Bildungspolitik sich dem angleichen würden, dann könnten die Leute höhere Mieten verkraften. Aber so können die Leute nicht mehr mithalten. Für ein großes Medienecho sorgte zurzeit auch der Wiederaufbau der Brommi-Brücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain und die damit zusammenhängende Versetzung eines Stücks der East Side Gallery. Und ich habe gehört, dass dir das Thema besonders im Herzen liegt. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja, wo fange ich an? Keine Sorge, ich fange jetzt nicht bei 1990 an, aber man sieht halt an diesem Beispiel, dass Stadtentwicklung oder auch das Baurecht oft ganz früh für eine gewisse Fläche erlassen wurde. Dann passiert da mal ganz lange nichts. Ja? Mediaspray war da ja geplant und damals, als dann auch die Finanzkrise kam, haben dann doch nicht so viele Investoren in den einzelnen Flächen investiert, doch nicht so viel und schnell gebaut, wie erwartet wurde. Das hat sich jetzt verändert in den letzten Jahren. Bei der East Side Gallery geht es darum, dass wir Grünen im Bezirk schon jahrelang gekämpft haben, dass es dort keine Bebauung rund um die Mauer gibt. Also ich bin der Meinung, dass ein 63 Meter hohes Hochhaus und 114 Meter breiter Gebäuderiegel direkt an der East Side Gallery einfach nicht angebracht ist für die Würde dieses Denkmals. Und es sollten ursprünglich auch noch 10 Stadtvillen da gebaut werden. Und der Bezirk hat seit 2001 immer wieder Flächen aufgekauft. Also diese 10 großen Stadthäuser konnte man quasi verhindern. Das sind jetzt öffentliche Grünflächen.
Aber gerade bei diesen beiden Grundstücken wurde schon im Jahr 2000 durch das Bezirksamt in Friedrichshain, da gab es Friedrichshain-Kreuzberg noch gar nicht, wurde schon ein Erlass vollzogen, dass das Baurecht, also die Bauleitplanung gilt für ein Hochhaus und für diesen Gebäuderiegel. Und von daher kann ein Bezirk nicht alleine das Baurecht so ändern, ohne Entschädigung zu zahlen. Und deswegen ist es eben auch Landessache, sich da einzumischen, weil es ist ja auch unserer Meinung nach ein Gebiet von gesamtstädtischer Bedeutung. Da kommen ja immerhin jedes Jahr um die 2 Millionen Leute hin, glaube ich. Du engagierst dich auch für den Erhalt der kulturellen Vielfalt der Club- und Musikszene in Berlin. Und letzten Sommer gab es ja da ganz große Diskussionen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der GEMA-Tarife. Und das hatte ein Medienecho, das auch über die Grenzen Deutschlands hinausgereicht hat. Also ne, kann die Berliner Clubkultur das überleben? Und nach den ersten Demonstrationen im Sommer hat dieses Medienecho auch so ein bisschen abgeflacht. Was ist seitdem passiert? Was konntet ihr im Bezug auf diese Problematik erreichen? Leider nicht so viel. Also wir sind ja Oppositionsfraktion, das liegt natürlich einmal daran. Und die GEMA ist natürlich schon auch ein bundespolitisches Thema in erster Linie. Wir hatten einen runden Tisch eingefordert. Also wir hätten es gut gefunden, wenn der Senat zusammen mit der GEMA und der Clubszene oder Vertreterinnen und Vertretern aus der Clubszene einen runden Tisch initiiert, um einfach auch mal Klartext darüber zu sprechen, was sind faire Tarife, was ist angebracht. Ich meine, auch die Clubs wollen die Künstlerinnen und Künstler, die Urheber, gut bezahlen, aber es geht eben auch nicht, dass von heute auf morgen ein Club Sprünge hat von 300%. Ne? Das ist halt für viele nicht verkraftbar. Und von daher muss man leider sagen, wir selber hatten auch ein Gespräch als Grüne mit der GEMA. Die sind da sehr uneinsichtig, sind da nicht bereit, auch die spezielle Situation, die wir hier in Berlin haben, anzuerkennen. Gibt es da bei der GEMA auch Leute, die sich wirklich dann mit den Subkulturen hier in Berlin auskennen und selber eventuell auch sehen, dass das wirklich, also das, man hat ja diesen Begriff Clubsterben dann geprägt in dieser Diskussion, dass das wirklich einfach eine Gefahr ist dann auch für die kulturelle Vielfalt in Berlin und dass es auch sehr wichtig ist für zum Beispiel den Tourismus in Berlin. Mhm. Also weil das wirklich eine Stadt ist, die international eben für seine musikalische Vielfalt und für seine Kultur bekannt ist in dem Bezug. Also Lippenbekenntnisse gab es da von der GEMA und ich hatte da auch ein Treffen mit dem Vorstand, dem Berliner. Die waren auch sehr freundlich und man hat sich da gut ausgetauscht. Ich fand es ein bisschen lustig, dass man sich dann über so Leute wie Paul van Dijk oder so unterhalten muss. Und also als ich denen so ein bisschen über die elektronische Szene aus Berlin erzählt habe, kam dann immer Paul van Dijk oder Marusha. Da sieht man halt so ein bisschen, dass die GEMA nicht so ganz verstanden hat, dass es eben nicht nur um die großen Stars wie Dieter Bohlen geht, sondern dass es auch um die kleinen Urheber geht, die ja auch jetzt schon von der GEMA viel zu wenig abbekommen. Also es fließen ja sehr viele Gelder der GEMA direkt in das Unternehmen und wenig an die Künstler. Und von daher muss ich leider die GEMA da kritisieren. Das Verständnis ist noch nicht allzu groß. Und ich habe keine Bereitschaft gesehen, wirklich die Berliner Situation anzuerkennen. Und wie kann dieser Dialog in Zukunft noch aussehen? Ja, wie gesagt, ich glaube, das wäre jetzt Chefsache. Also ich glaube, da muss unser Kultursenator mal ran und da was initiieren. Ich glaube, da wäre die GEMA auch bereit, nochmal offene Gespräche zu führen. Aber im Moment ist das eher so Muskelspielchen in der Öffentlichkeit. Ne? Die GEMA sitzt halt am längeren Hebel. Es gilt die GEMA, also es gibt die GEMA-Vermutung in den Clubs. Also sprich, jeder Club muss erstmal an die GEMA bezahlen und ansonsten muss er beweisen, dass er keine GEMA-Musik spielt. Von daher bräuchte es vielleicht auch bundespolitische Veränderungen, um die GEMA da mal unter Druck zu setzen. Und am 1. Januar wurde ein Musikboard eingerichtet hier in Berlin, um die Szene aktiv zu schützen und zu unterstützen. Kannst du vielleicht etwas zu dem Konzept von diesem Musikboard erzählen? Ja, also das Musikboard ist eine Forderung aus der Musik- und Clubszene. Das haben die in einem langen Papier, Berlin 2020, gefordert, wo sie so ein bisschen die Situation der Szene schildern und auch klare Forderungen stellen an die Politik. Also zum Beispiel, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen, dass es genug Freiräume gibt, dass die Stadt bezahlbar bleibt, aber dass auch die Clubkultur als Bestandteil der Kulturpolitik anerkannt wird. Und das wurde wiederum in die Öffentlichkeit getragen, es wurde diskutiert mit dem Senat und der Senat hat das dann jetzt aufgenommen. Es gibt da jetzt eine Musikbeauftragte, die sozusagen sich kümmern soll, die Fördernetzwerke zusammenbringen soll, die sich um Musiknachwuchs Gedanken machen soll. Da gibt es auch ein sogenanntes Konzept dazu, das wir leider noch nicht im Parlament diskutiert haben, das kommt noch. Und an sich finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee.
Das Problem ist nur, es ist meiner Meinung nach nicht offen genug gestaltet. Also es gibt da so einen Beirat, der von der Musikbeauftragten ernannt wird. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man das offen wählt. Also alle Menschen, die sich der Clubszene zugehörig fühlen, sich da mal einen Abend zusammensetzen und überlegen, wer kann uns gut vertreten. Weil es gibt da ja auch viele unterschiedliche Interessen, das darf man nicht vergessen. Ja, und meine größte Kritik am Music Board ist eigentlich, dass die Stadtentwicklungspolitik darin keinen Anklang findet. Also das größte Problem, also Nutzungskonflikte zwischen Clubs und Anwohnern oder eben auch die Frage, wo sollen Clubs noch hin, wenn sie sich in der Innenstadt keinen Raum mehr leisten können, das hat das Music Board leider nicht aufgegriffen. Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu noch erzählen in Bezug auf die Nutzung dieser Räume, wie es zum Beispiel auch mit dem Mörchenpark gemacht wird? Genau, weil das, du meinst das BSR-Gelände, das genau, ehemalige, genau. Das sozusagen jetzt verkauft wurde an das Projekt Holzmarkt EG. Die haben jetzt hier eine Genossenschaft gegründet. Da sind, ich weiß gar nicht, ich glaube ganz, ganz viele Leute dabei. Man muss sich da so Anteile kaufen und dann darf man da auch mitbestimmen. Und die wollen vor Ort so eine Mischung, also aus Club, Restaurant, Kultur, also auch Theater, Tanz. Sie wollen eben einen öffentlichen Mörchenpark anrichten, zusammen mit Schulklassen, dort Pflanzen anpflanzen. Und gleichzeitig soll es auch noch so eine, soll es noch Gewerberäume geben für die IT-Branche. Also von daher ein bunter Mix und das auch selbst organisiert. Es gibt auch Musikstudios dort. Von daher finde ich das schon sehr gut, dass sie es geschafft haben, so viel Geld zusammenzubekommen, um das Grundstück von der BSR aufzukaufen. Aber da ist eben das grundsätzliche Problem sichtbar, dass nach wie vor im Land Berlin Flächen eher zum Höchstpreis vergeben werden und nicht eben ein spezielles Konzept dafür ausgesucht wird und auch die Bevölkerung vor Ort beteiligt wird. Das war bei diesem Projekt ähnlich. Also sie waren Höchstbietender und das ist der einzige Grund, warum die diese Fläche bekommen haben. Also genau. Es hatte nichts mit dem inhaltlichen Konzept von ihrem Projekt zu tun. Richtig. Also anders als das jetzt vom Senat oft dargestellt wird, haben wir noch keine Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik. Es gilt das Höchstgebot in 99% der Fällen. Und deswegen hat das Projekt Holzmarkt auch nur geschafft, so viel Geld zusammenzubekommen, weil die eine Stiftung in der Schweiz gefunden haben, die das Ganze fördert. Und natürlich die meisten Kultur- und Alternativprojekte schaffen das nicht. Von daher muss man das auch politisch in der Struktur noch mal verändern. Gibt es da, hast du da irgendwelche Ideen für Prozesse und Konzepte, inwiefern man da die kulturelle Vielfalt sozusagen unterstützen könnte und den Leuten eben dann unter die Arme greifen kann, dass sie wirklich ein Grundstück bekommen, wo sie irgendwie ein Herzblutprojekt aufbauen können, das den Menschen in Berlin auch wirklich was bringt? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gab jetzt zum Beispiel mit dem Blumengroßmarkt an der Friedrichstraße, gab es so mal einen Versuch, da hat man das ausgeschrieben, hat das veröffentlicht, hat die Anwohner informiert, hat Experten informiert. Daraufhin haben verschiedene Gruppen Vorschläge eingereicht mit Konzepten, was sie sich so drunter vorstellen, was man dort machen könnte. Das wurde wiederum öffentlich diskutiert. Dann konnten auch die Anwohner mitstimmen, konnten da so ein Punktesystem vergeben, was sie sich da vor Ort gerne wünschen würden. Und dann haben das Bezirk, Senat und ich sag mal auch so ein Fachgremium dann mit entschieden, wer da den Zuschlag bekommt. Und das ist jetzt so einmalig, hatten wir das jetzt in Berlin. Und im Grunde würde ich mir das eigentlich für jedes Projekt wünschen, für alle Flächen, die wir noch haben. Ich finde sowieso, dass alle wesentlichen Flächen, die wir in Berlin haben, sollten einfach in Zukunft nicht mehr verkauft werden. Ich würde das lieber gerne in Erbpacht vergeben. Da kann man dann auch eine gewisse Nutzung vorschreiben. Und wichtig ist vor allem, dass die Menschen vor Ort mitbestimmen können. Also es wäre auch eine Überlegung, ob man so ein Expertengremium einführt, so ein Rat der Räume zum Beispiel. Das wird auch von der Initiative Stadt Neudenken gefordert, die ja auch einen runden Tisch zu diesem ganzen Thema machen, wo wir alle dabei sind. Aus was für Experten würde sich dann so eine Runde zusammensetzen? Naja, es sind Stadtentwickler, Architekten, aber auch Menschen, die vor Ort leben, in Initiativen, die sich um die sozialen und um die bildungspolitischen Probleme kümmern. Auch Leute aus dem Kita-Bereich. Also es fehlen ja auch unheimlich viele Orte für Kitas. Ja, haben wir auch kaum noch Grundstücke in den Bezirken. Das müsste mal alles zusammenkommen und dann müsste man halt vor Ort, je nach Projekt, müsste man so einen Interessenausgleich schaffen und gucken, was wünschen sich die Leute vor Ort, wie soll das Gebiet entwickelt werden. Du hast auch einen eigenen Blog, nämlich www.hallogehtsnoch.de, in dem du über die aktuelle
politische Lage in Bezug auf Clubkultur, faire Mieten und Stadtentwicklung informierst und auch Stellung nimmst sehr regelmäßig. Du bist auch sehr viel auf Facebook aktiv und rufst deine Mitmenschen stets zum Engagement auf. Welchen Einfluss haben soziale Netzwerke und Blogs deiner Meinung nach in der deutschen Politik? Wie wichtig ist das? Ja, es ist schon wichtig, dass man auch dadurch kann man ja sozusagen sein Handeln gut dokumentieren. Man kann den Leuten zeigen, was man eigentlich den ganzen Tag so treibt. Viele fragen sich ja immer, was Politiker so den ganzen Tag machen. Von daher bin ich ganz froh, dass ich bei Facebook und auch über meinen Blog ganz, ganz gut dabei bin. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich könnte da noch besser werden. Es ist schon auch immer so ein Aufwand. Aber ich merke, dadurch, man kriegt Briefe, es melden sich Leute. Also ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, naja, wer guckt schon auf meinen Blog? In letzter Zeit stelle ich fest, es sind immer mehr Leute. Und das ist dann schon schön, wenn die Leute sich ein Bild von meiner Arbeit machen wollen und man dadurch auch ins Gespräch miteinander kommt. Mhm. Also es ist unverzichtbar. Aber ich würde mir noch viel, viel mehr wünschen, dass wir insgesamt uns mal Gedanken machen, wie wir auch unsere Plenarsitzungen, wenn wir da alle 2 Wochen im Abgeordnetenhaus sitzen und diskutieren, wie wir das noch ein bisschen näher an die Leute kriegen. Also das klappt noch nicht so ganz, würde ich sagen. Ne? Ist noch Luft nach oben. Ja, aber du nutzt ja soziale Netzwerke, vor allen Dingen auch Facebook und die Kommentarfunktion, habe ich gesehen, auch sehr, sehr ordentlich. Also du schreibst immer Statusnachrichten und du kommentierst zurück, wenn die Leute irgendwas kommentieren. Wie zeitaufwendig ist das für dich? Wie lange sitzt du dann da vor Facebook und überlegst dir wirklich, okay, wie kann ich die Leute animieren und wie kann ich den von den Dingen überzeugen, die mir wirklich am Herzen liegen? Das ergibt sich. Also es ist ja ständig eine Demo, es ist ständig, also gerade eben in dem Bereich Wohnungspolitik, Stadtentwicklung passiert gerade so viel, dass ich manchmal schon denke, oh Gott, jetzt habe ich zu viel gepostet. Naja, ich möchte halt, wie gesagt, dass die Leute verstehen, was hier in der Stadt abgeht. Es passiert so viel Falsches, Schlechtes in der Politik, auch gerade in der Wohnungspolitik, dass auch so an der Realität der Leute vorbeigeht, das ist so ein bisschen auch Verzweiflung. Ich möchte eben mitteilen, was ich so aus meiner Perspektive im Parlament erlebe und wo ich auch denke, dass es ist ja so ein Zusammenspiel, wo es auch mehr Druck aus der Zivilgesellschaft braucht. Und deswegen ist es mir eben wichtig, dass die Leute möglichst gut informiert sind. Und gerade das Diskutieren macht mir halt auch echt viel Spaß. Also wenn man immer nur postet und da kommt nichts, ist das ja so ein bisschen einseitig. Von daher ist es besonders schön, wenn dann so fremde Leute oder Leute, von denen man nicht gerechnet hat, dass sie was zu sagen, dass man mit denen auch in so eine Diskussion kommt. Und du bist jetzt schon 10 Jahre in Berlin. Was würdest du dir für die nächsten 10 Jahre wünschen oder was sind deine Hoffnungen und deine Ziele für die nächsten 10 Jahre? Ja, ich würde mir wünschen, dass die Politik nochmal erkennt, dass gerade Berlin eine unheimlich aktive Stadtgesellschaft hat. Also die Leute machen hier so viel selbst, es engagieren sich so viele Menschen in verschiedensten Vereinen, Initiativen. Ich würde mir wünschen, dass man da einen besseren Austausch hinbekommt, dass es da auch eine beidseitige Anerkennung gibt. Ich würde mir wünschen, dass Berlin bezahlbar bleibt, dass Leute weiterhin die Chance haben, auch wenn sie wenig Geld haben, in der Innenstadt wohnen bleiben zu können. Also ich finde das gut, dass in Berlin noch arm und reich im gleichen Haus wohnen. Das wünsche ich mir für die Stadt, dass es weiterhin so bleibt. Alles klar. Das war's auch schon mit unserem Gespräch. Unsere halbe Stunde ist vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür und ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuschauern fürs Zuschauen bei Raum für Notizen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank. Danke dir auch.